Ja, Brutto. Na, das Tolle ist ja, man muss ja jetzt erst einmal einen Einstieg machen, damit die Leute mitkriegen, es ist immer noch Muttertag. Wir sind jetzt quasi, nachdem wir auf der Polizei unsere Bürgerpflicht erfüllt haben und die Herrschaften angehalten haben, ihrem Job nachzugehen und eine Anzeige zu verfolgen, jetzt essen gewesen. Schwurbland, das Lokal werden wir nicht namentlich nennen, weil es nicht zu empfehlen ist, sind jetzt am Rückweg aufmerksam geworden auf das Nur Café. Das heißt, dieser Laden verkauft anscheinend nur Kaffee. Und er sucht scheinbar, wie viele in diesem Land dieser Tage gerade, händeringend Personal. Genau genommen suchen sie einen Barista für eine 25-Stunden-Woche und einen Barista in Vollzeit. Das heißt, sie suchen wahrscheinlich eine komplette neue Crew für die Lokalität. Egal. Das Entscheidende dabei ist, Barista ist hier eigentlich schon mal ein bezeichnender Ding für jemanden, der als Kaffeeröster Erfahrung oder gar eine Ausbildung hat. Sonst wäre er ja kein Barista, sondern nur, wir suchen einen Mitarbeiter, wir suchen eine Hilfskraft oder ähnliches. Aber das Schöne ist, die suchen ganz offiziell einen Barista in Teilzeit oder in Vollzeit, fettgedruckt, keine Erfahrung haben. Das finde ich unglaublich schön. Aber wahrscheinlich fällt einem sowas ein, wenn man quasi auch nur noch Kreditkarte und kein Cash mehr nimmt. Da sucht man dann auch Fachpersonal ohne Kenntnis. Sei es wie es sei, es bleibt schräg, es bleibt absurd. Das ist wie bei den Politikern, da brauchst du auch keine Erfahrung. Ja, aber die werden nach einer Stellenausschreibung noch nicht so ausgeschrieben, Mit dem weil. Bruttogehalt wären sie auch nicht Na, weil einverstanden. soweit ich weiß, ist unser ehemaliger Innenminister zum Kanzler geworden, weil sich sonst keiner gefunden hat. Unser aktueller Gesundheitsminister, ebenfalls der dritte an der Zahl, ist auch nur in diesem Amt, weil sich sonst keiner gefunden hat. Also, ich glaube einfach, dass das in der Politriege etwas anders ausschaut als jetzt aktuell beim Nur Café, wo man Fachkräfte ohne fachliche Kompetenz und Erfahrung sucht. Fachkrämpfe. Ja, da habe ich gesagt, es ist einfach, ich finde es einfach schön, ich fand es lustig. Wir haben heute gesehen, dass die städtische Bestattung inzwischen, nun da die Impfnebenwirkungen sogar bei OE24 medial als Schockerkenntnis besprochen werden. Die neue Kundschaft, die sich da eventuell dem Tod näher als dem Leben sieht, bewerben und versuchen, in die Kiste zu locken, Wenn sich der Spielplan ändert. wenn sie der Spielplan ändert, weil nämlich der Tod jedermann trifft. Das ist recht spannend. Vor geraumen 2 Jahren hat ja das Sterben in Österreich überhaupt erst begonnen, weil davor hat ja keiner irgendwie das Leben verloren. Aber dann kam Corona und plötzlich war es zum Sterben. Und jetzt, 25 Monate später, springt die Salzburger Bestattung auch schon voll auf diesen Zug auf und offeriert ihr Handwerk werbewirksam. Es ist einfach schön. Wir werden. Schau, da haben wir wieder E-Bike, für diesmal für Erwachsene. Das kostet dann auch gleich 5.000 Euro. So viel Jotte, jetzt ist ihn oft da und fertig. Und dann gehen wir heim, machen Feierabend. Wann geht's wieder los? Dann werden wir mal die Petition unterschreiben. Zum vierten Mal! Du darfst ja nicht jetzt schon teasern, was die Leute gar nicht mehr rechtzeitig sehen, weil du es wahrscheinlich bis morgen im Online hast, was wir morgen machen. Also, wir verabschieden uns jetzt bei unseren ganz. 13 wunderbaren, strengen Sehern. Ich wollte gerade sagen, Ja, aber ganz schon. freundlich bei all jenen wenigen Tapferen, die sich Romance-Videos wirklich regelmäßig reinziehen. Seid bedankt dafür, habt einen schönen verbliebenen. Wann auch immer ihr dieses Video seht. Den anderen, die es nicht ganz so regelmäßig sehen, aber trotzdem gucken, ja, ein kleines Dankeschön und auch ihr dürftet das öfter tun und auch teilen. Und allen, die es nicht gesehen haben, ja, ihr versammt so spannende Geschichten wie Kindergarten,
Kinder-E-Bikes, an denen wir jetzt wieder vorbeikommen. Fachkräfte, die keine Ahnung haben dürfen und gesucht werden für den heimischen Arbeitsmarkt. Und dergleichen. Sei es wie es sei, wir sind hiermit raus. Wünschen bis zum nächsten Video, das sicher in Bälde folgen wird. Alles Gute in, wie würde Thomas Breit von der neuen Normalität, den ich an dieser Stelle natürlich auch erwähnen will, schließlich ist sein Kanal großartig. Jawohl. Der würde wahrscheinlich sagen, bis zum nächsten Mal in Absurdistan. Ihr habt euch wohl.